Hallo, herzlich willkommen zu meinem neuen Video Grundlagen Schizophrenie. Die Schizophrenie ist die Erkrankung der Psychiatrie. Wenn man Psychiatrie hört, denkt man an Schizophrenie. Und zu dieser Erkrankung ist gar nicht so viel bekannt und deswegen auch dieses Video hier. Weil es ist eine wichtige Erkrankung. Sie ist extrem häufig. Einer von 100 wird es im Laufe seines Lebens kriegen, mindestens einmal. Das ist die sogenannte Lebenszeitprävalenz und das ist tatsächlich relativ viel. Die Zahl ist in allen Ländern und Kulturen der Welt gleich, interessanterweise, egal wo man hingeht, diese Zahl ist in etwa gleich. Männer und Frauen erkranken gleich häufig, Männer vielleicht einen Tick mehr, aber im Kern ist das relativ gleich. Das Problem bei den Männern ist, sie erkranken früher, 5 Jahre im Schnitt, sagt man. Und das Erkrankungsalter bei Männern liegt meistens so zwischen 15 und 25 und bei Frauen zwischen 25 und 35. Warum ist das wichtig? Das ist insofern wichtig, als dass das für die Männer vor allen Dingen eine sehr vulnerable und verletzliche Phase ist. 15, 25, da macht man seine Schule fertig, da macht man seine Ausbildung, da fängt man ein Studium an. Und wenn man dann so eine Erkrankung kriegt, kann einen das völlig aus der Bahn werfen und eben den weiteren Lebensverlauf deutlich mitbestimmen. Was heißt eigentlich Schizophrenie? Schizophrenie kommt vom Griechischen, heißt gespaltenes Zwerchfell. Wenn man das frei übersetzt, ist damit aber eine gespaltene Seele gemeint. Das Zwerchfell war der Sitz der Seele im alten Griechenland, beziehungsweise eine gespaltene Persönlichkeit. Und damit ist gemeint, dass so gewisse psychische Funktionen, so wie das Denken, das Fühlen und das Handeln, auseinanderfallen. Was ich ein schönes Bild finde, ist dieses, dass wir eigentlich mit den schizophrenen Patienten die gleiche Wirklichkeit teilen. Wir sind ja in der gleichen Welt, wir erleben größtenteils genau das Gleiche, aber schizophrene Patienten haben auch eine Privatwirklichkeit. Und da gibt es eben die Halluzinationen, die Stimmen, das Stimmenhören, die Denkstörung, da gibt es die Wahnvorstellungen und so weiter. Und das ist eben das Abgespaltene, das ist eben diese Privatwirklichkeit. Und ich finde, das kann man damit ganz gut erklären. Schizophrenie ist eine ernste Erkrankung. Es gibt eine ganze Reihe psychiatrischer Komorbiditäten, allen voran die Suchterkrankungen. Alkohol und THC-Konsum ist extrem häufig bei schizophrenen Patienten, aber auch andere psychiatrische Erkrankungen, posttraumatische Belastungsstörung, Zwangsstörung, Depressionen und so weiter. Das ist bei schizophrenen Patienten sehr häufig, dass sie noch weitere psychiatrische Erkrankungen haben. Und auch körperliche Erkrankungen kommen häufig vor. Man hat eine Untersuchung gemacht, hat geguckt, wie ist es eigentlich mit körperlichen Erkrankungen? Und 50-60% der schizophrenen Patienten hatten relevante und ernsthafte somatische, also körperliche Erkrankungen. Ja, die Sterblichkeit bei schizophrenen Patienten ist mit dem Faktor 2,5 erhöht und die Lebenserwartung zwischen 15 und 20 Jahren reduziert. Und das ist echt ein Wort. Und das liegt zu einem kleinen Teil sicher an Selbstmorden, aber zum großen Teil an was ganz anderem, nämlich eben an diesen körperlichen Erkrankungen. Krebserkrankungen sind zum Beispiel häufiger bei schizophrenen Patienten. Ein entscheidender Punkt mag sein, dass die Patienten oft keine Krankheitseinsicht haben, ungern zum Arzt gehen und solche Erkrankungen dann deutlich später erkannt werden. Das mag mit dem Lebensstil zusammenhängen, mit der Ernährung, zum Teil auch mit den Medikamenten, aber das ist ein Punkt, weshalb ich glaube, man muss diese Krankheit wirklich gut behandeln und auch genau schauen, was für Begleiterkrankungen haben denn diese Patienten eigentlich und die dann natürlich auch behandeln. Wenn man die Erkrankung verstehen will, muss man mal in die Historie gucken. Und da hat der Emil Kraepelin die Erkrankung zunächst als Dementia praecox beschrieben. Das war zur Jahrhundertwende wohlgemerkt nicht die letzte, sondern die davor. Und der hat in seiner Klinik junge Männer gesehen zwischen 20 und 30 Jahren und festgestellt, dass sie relativ schnell so eine Art Demenz bekommen haben. Und da hat er gesagt, das ist eine vorzeitige Demenz, die Dementia praecox. Und damit hat er diese Erkrankung abgegrenzt von den manisch-depressiven Irren, wie er es genannt hat, die zu jedem Zeitpunkt krank werden konnten und eine deutlich bessere Prognose hatten. Und dann kam der Eugen Bleuler. Der hat die Patienten auch untersucht, der hat sie vor allen Dingen lange begleitet und ist zu einer wesentlich positiveren Einschätzung gekommen, was den Langzeitverlauf betrifft und dass es eben keine Dementia praecox ist bzw. sein muss. Vom Bleuler stammt übrigens auch der Begriff der Schizophrenie. Der Bleuler hat dann gesagt, es gibt so ein paar Grundsymptome. Diese Grundsymptome definieren die Erkrankung und accessorische Symptome, die können auch vorkommen, aber die können auch bei anderen Krankheiten vorkommen. Das wären sie hier. Und da beschreibt er beispielsweise diese Assoziationslockerung. Das würde man heutzutage als Denkstörung bezeichnen. Es gibt eine Störung des Affekts, dass sozusagen die Gefühle nicht zur Situation passen. Das nennt man Parathymie oder Parathymen-Affekt, aber auch Aggression und gereiztes Verhalten fällt hier drunter. Ambivalenz hat er beschrieben, das ist zum Beispiel das Phänomen, dass man ganz unterschiedliche Impulse hat, die völlig gegensinnig sind, also Ja und Nein, Vor und Zurück zum Beispiel. Er hat Autismus als Symptom definiert. Autismus meint nicht das, was wir als Autisten heutzutage verstehen, sondern eher das, was die sogenannte Negativsymptomatik ist, mit sozialem Rückzug und so weiter, was ich später dann erklären werde. Das waren die berühmten 4 A's.
und die Ich-Störung, darauf möchte ich auch dann bei den Symptomen eingehen. Die accessorischen Symptome, wie gesagt, können auch bei anderen Erkrankungen vorkommen, Wahnideen beispielsweise bei Depressionen, bei Manien und so weiter. Das gleiche trifft für Sinnestäuschung zu und so weiter. Was sicher der Verdienst von dem Bleuler ist, muss man sagen, dass er die Erkrankung sehr genau beschrieben hat und dass er sich den Verlauf auch angeguckt hat. Und damit ist man dann von dieser Dementia praecox weggekommen und hat gesagt, die Prognose ist gar nicht so schlecht. Also der Bleuler hatte 11 verschiedene Verlaufstypen definiert. Man kann das ein bisschen zusammenkürzen auf so 3 Hauptgruppen. Aber im Kern ist das sein Verdienst, da genau hingeschaut zu haben, wie entwickelt sich die Krankheit wirklich und wie schlecht ist denn die Prognose denn tatsächlich. Der Kutschneider hat das fortgeführt, er hat dann Symptome ersten und zweiten Ranges definiert. Hier gilt das Gleiche, er hat gesagt, also die Symptome ersten Ranges haben eine besondere diagnostische Bedeutung. Ich zeige sie hier nochmal kurz. Und wenn man sich die Symptome von Kutschneider anguckt, dann muss man sagen, das hat dann zusammen mit Bleuler in dieses moderne Klassifikationssystem Eingang gefunden, was wir dann heutzutage in der Psychiatrie dann auch verwenden. Die Symptome möchte ich Ihnen gleich noch erklären, da mache ich ein eigenes Video dazu, denn das ist ein bisschen was mehr. Wo kommt's her? 60-80% sind genetisch bedingt. Und das ist total interessant. Also das Risiko ist ja 1%, also einer von 100 kriegt eine Schizophrenie. Wenn ein Vetter von mir eine Schizophrenie hat, ist mein Risiko schon verdoppelt, sind es 2%. Ein Geschwisterkind oder ein Elternteil mit Schizophrenie erhöht das Risiko auf 10%. Da gibt es schöne Zwillingsuntersuchungen. Bei 2 Eigenzwillingen ist das Risiko bei 20%, bei 1 Eigenzwilling bei 45%. Heißt, wenn ein Zwilling eine Schizophrenie hat, hat der andere oder haben 45 von 100 Zwillinge sozusagen dann auch eine Schizophrenie. Spannend ist, dass es nicht 100% sind. Während es 100% würde man sagen, die Schizophrenie ist ausschließlich genetisch bedingt, das ist nicht der Fall. Denn eineiige Zwillinge teilen sich ja die Gene. Ne? Und wenn es nur die Gene wären, müssten sie es beide haben. Und zwar immer. Ist nicht der Fall. Es gibt nicht das Gen, das Schizophrenie-Gen, sondern es gibt über 100 Gene, die hier eine Rolle spielen, in verschiedenen Kombinationen mit weiteren Risikofaktoren und so, führt das dann zu Schizophrenie. Aber es gibt eine Vielzahl von Genen und das heißt, diese Erkrankung hat eine sogenannte multifaktorielle Genese. Das heißt, viele Risikofaktoren tragen zur Erkrankung bei. Jetzt gibt es auch Umweltfaktoren. Ein ganz wichtiger Punkt sind zum Beispiel Infektionen in der Schwangerschaft. Hat man festgestellt in Grippeepidemien ist das Risiko, dass Kinder geboren werden, die später eine Schizophrenie kriegen, höher. Schwangerschaftskomplikationen spielen eine Rolle. Wichtiger Punkt, es scheint so zu sein, dass im zweiten Trimenon, also im zweiten Drittel der Schwangerschaft, eine Störung auftritt im fetalen Gehirn, also im Gehirn des Kindes. Hier wandern bestimmte Zellen nicht aus und es scheint eine Netzwerkstörung des Gehirns zu geben. Ne? Und das spielt zunächst keine Rolle, da komme ich später darauf zu. Da muss noch was zurück, da muss noch mehr passieren, damit eine Schizophrenie ausbricht. Aber das scheint ein entscheidender Punkt zu sein. Es gibt weitere Risikofaktoren, zum Beispiel das hohe Alter des Vaters bei der Zeugung mag eine Rolle spielen, Leben in der Stadt, Migration, Cannabiskonsum ist sicher ein relevanter Risikofaktor und so weiter. Und das heißt, die genetische Grundausstattung und weitere Risikofaktoren führen hier zum Ausbruch der Erkrankung. Ich habe ein Foto meiner Boxhandschuhe hier mal mitgebracht, um die sogenannte Two-Hit-Hypothese von Weinberger zu erklären. Die wurde dann von Falkey weiterentwickelt, jetzt die Mehrläsionen-Hypothese. Im Kern geht es darum, also im zweiten Trimenon treten eben Störungen im Gehirn auf. Ne? Das ist sicher genetisch bedingt und hier treten also Störungen auf, bestimmte Zellen wandern nicht aus, entsteht eine Netzwerkstörung. Das heißt, gewisse Gehirnbereiche sind nicht gut mit oder nicht richtig miteinander vernetzt und das Gehirn verändert sich. Das ist der erste Schlag für das Gehirn und der bereitet den Weg vor für den nächsten, den zweiten Schlag gegen das Gehirn, der dann im Laufe des Lebens auftritt. Das mag irgendein Stress sein, dass ein Lebensereignis ein belastend ist, das Schulstress, die Pubertät kann das sein oder eben, und das glaube ich, sollte man wirklich nicht unterschätzen, THC-Konsum. Und das ist der zweite Schlag und dieser zweite Schlag führt dann dazu, dass die Erkrankung hier ausbricht. Das ist die sogenannte Two-Hit-Hypothese von Weinberger und die finde ich eigentlich ziemlich gut nachvollziehbar und erklärt gut, wie so eine Schizophrenie dann entsteht. Ich habe es schon mal bei der Depression gezeigt, weil ich finde das Modell einfach super, das Vulnerabilitätsstressmodell. Je nachdem, wie meine genetische Ausstattung ist, habe ich eben ein kleines Glas, ne, ein kleines, mittleres oder großes Glas und Bierkrug. Ne? Und wenn jetzt das Leben mal so richtig ausschenkt, dann ist die Frage, wie groß ist mein Glas und ist es klein und das Leben schenkt richtig aus, dann läuft es über. Und so kann man sich das dann auch vorstellen bei der Schizophrenie. Wenn ich eine entsprechende genetische Belastung habe, weitere Risikofaktoren, halte ich eben einen gewissen Stress nicht mehr aus und es kommt zum Ausbruch dieser Erkrankung. Das finde ich eigentlich ein sehr schönes und gut nachvollziehbares Modell.
Ja, das war's bis hierhin. Spannende Erkrankung. Im nächsten Video werde ich ein bisschen was zu den Symptomen sagen. Wie sieht das eigentlich aus? Was sind das eigentlich für Patienten? Was haben die für Symptome? Was für einen Verlauf kann die Erkrankung nehmen? Und dann wird es auch noch ein Video dazu geben, wie man das eigentlich diagnostiziert und behandelt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich wie immer über Rückmeldung und natürlich auch, wenn Sie wieder reinschauen. Vielen Dank. Ciao.